Tiefsee. Mein Onkel ist seit 50 Jahren Meeresbiologe. Er ist jetzt in seinen 60ern und hat die letzten 25 Jahre damit verbracht, Meeresbiologie an einer Universität zu lernen. Sein Spezialgebiet ist der nördliche und mittlere Atlantik. Jedes Mal, wenn wir ihn als Kinder in Cape Cod, Massachusetts besuchten, erzählte er uns unzählige Geschichten von den zahlreichen Tiefsee-Expeditionen, an denen er teilnahm. Vor seiner Lehrtätigkeit war er hauptsächlich als Forscher tätig. Jede einzelne Geschichte war interessant und voller Wunder. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, ist die einzige, bei der ich mich frage, was es da draußen in der Tiefsee wirklich gibt. Die Geschichte beginnt, als Onkel Jay sich auf eine bevorstehende Expedition zum Atlantik vorbereitet. Das Forschungsschiff, auf dem sie unterwegs sein würden, war ein mittelgroßes Schiff von etwa 80 Metern Länge. Es hatte eine Besatzung von etwa 20 Mann und es waren etwa 15 Meeresbiologen verschiedener Fachrichtungen an Bord. Es war im Frühsommer der späten 90er, Onkel Jay war damals etwa 30 Jahre alt. Er sagte, dass sie keinen besseren Tag zum Beladen des Schiffes hätten haben können, das Meer war ruhig und das Wetter gut. Sie würden die nächsten anderthalb Monate auf dem Meer sein. Alle Wettervorhersagen sahen vielversprechend aus. Nachdem das Schiff beladen war, traten sie ihre Reise an. Es dauerte etwa eine Woche, bis sie ihr Ziel erreichten. Das Hauptziel dieser Expedition bestand darin, neue Arten von Meereslebewesen in dieser Region zu untersuchen und möglicherweise zu identifizieren. Außerdem wollten sie untersuchen, wie bekannte Arten lebten. Da sie kein U-Boot besaßen, hatten sie einen faszinierenden Plan, um neue Arten zu finden. Mit dem Kran an Bord des Schiffes befestigten sie Kuhkadaver an einem Haken und ließen sie in der Nähe des Meeresbodens ins Wasser hinab. Ein paar Meter vom Haken entfernt befanden sich mehrere Kameras und Lichter, um alle Meeresbewohner zu beobachten, die den Kadaver fressen könnten. Onkel Jay sagte, dass sie etwa 10 Kadaver hatten. Sie begannen ihre Reise im Norden und ließen die Kadaver für einige Tage ins Wasser hinab, um dann entlang des Bergrückens nach Süden zu ziehen und diesen Vorgang zu wiederholen. Wenn die Kadaver herabgelassen wurden, schaltete das Schiff alle Triebwerke ab und ließ sich einfach treiben. Wenn es sich vom Kamm entfernte, wurde es hochgefahren und bewegte sich ganz langsam zurück. Da es sich um eine Low-Budget-Mission handelte, lieferten die Kameras am Haken keine Live-Übertragung und das gesamte Filmmaterial wurde anschließend gründlich untersucht. Es waren also 48 Stunden Filmmaterial, das sie jedes Mal durchsehen mussten, wenn sie den Haken wieder hochgezogen hatten. Sie waren etwa eine Woche damit beschäftigt und hatten keine neuen Entdeckungen gemacht, aber wertvolles Filmmaterial über seltene Meeresbewohner, die die Kühe verzehrten, gewonnen. An diesem Punkt der Geschichte sagte Onkel Jay, dass alles nach Plan lief, die See ruhig war und alle an Bord ihre Zeit genossen. Es war etwa 17 Uhr, als sie den fünften Kuhkadaver an den Haken nahmen und ihn ins Wasser setzten. Dieser Teil des Bergrückens, an dem sie sich befanden, war etwa 3.500 Meter tief und brachte sie an die Grenzen des Kabels, das sie am Kran hatten. Bei dieser Mission mussten zwei der Meeresbiologen den Kran und ihre Position in Bezug auf den Bergrücken ständig überwachen. Mein Onkel und ein anderer Biologe zogen den kürzeren und mussten über Nacht Wache halten, um gegen 9 Uhr morgens ausgetauscht zu werden. Onkel Jay sagte, es sei eine ereignislose Nacht gewesen. Er und der andere Biologe hätten die ganze Nacht geplaudert und sich gegenseitig verschiedene Theorien vorgetragen. Gegen 7 Uhr morgens, als die Sonne gerade aufging, war alles ruhig, fast zu ruhig. Sie waren in der Nacht nicht vom Kurs abgekommen, das Meer war spiegelglatt. Ein Großteil der Besatzung begann ebenfalls aufzustehen. Doch was dann passiert ist, war ein völliger Schock für alle an Bord. Es ist wichtig zu wissen, dass der Kran auf der rechten Seite des Schiffes abgewinkelt war. Plötzlich und sehr schnell begann das 80 Meter lange Schiff auf die rechte Seite zu kippen. Es war fast so, als ob etwas nach dem Haken griff und ihn tiefer zog. Mein Onkel sagte, dass die unmittelbare Panik, die er verspürte, mit nichts zu vergleichen war, was er je erlebt hatte. Er sagte, es war, als würde das Schiff kentern. Sie lösten sofort das Alarmsystem an Bord aus, um die Besatzung über den Notfall zu informieren. Als sie nach dem ersten Schock wieder zu sich gekommen waren, befahl mein Onkel dem anderen Biologen, mit dem Einholen des Krans zu beginnen. Da das Kabel so lang war, würde es etwa 20 Minuten dauern, die Leine vollständig einzuholen. Der andere Biologe begann damit, aber die Winde hatte Mühe und das Schiff neigte sich immer mehr ans Wasser. Mein Onkel sagte, dass, gerade als das Wasser über die rechte Seite des Schiffes zu fließen begann, es wieder in eine aufrechte Position zurückschlug und er in einige Container flog. Viele der Besatzungsmitglieder kamen jetzt auch heraus. Es gab mehrere Verletzte an Bord, aber nichts Lebensbedrohliches. Während der nächsten 20 Minuten, in denen der Kran noch dabei war, die Leine einzuziehen, untersuchte die Besatzung ihre Verletzten und die Schäden am Schiff. Mein Onkel sagte, das Warten auf das Einholen der Leine seien die längsten 20 Minuten seines Lebens gewesen. Alle waren völlig geschockt von dem, was gerade passiert war.
2 Minuten lang herrschte völliges Chaos und jetzt war alles wieder ruhig. Als der Kran wieder an die Oberfläche kam, war der Kuhkadaver völlig verschwunden und der große Metallhaken leicht verbogen. Ein paar der Kameras fehlten, aber zum Glück nicht alle. Dass der Kuhkadaver völlig verschwunden war, war das Interessanteste an der Sache, denn in allen anderen Fällen war er nie vollständig weg. Zur Enttäuschung der Biologen, darunter auch meines Onkels, beschloss der Kapitän des Schiffes, kurz nach diesem Vorfall zurückzufahren, um herauszufinden, was die Ursache dafür sein könnte. Auf der einwöchigen Rückreise sahen sich die Biologen das Filmmaterial an, um herauszufinden, was die Ursache dafür war. Die Aufnahmen waren ganz normal, der Kadaver befand sich etwa 10 Meter über dem Meeresboden und wurde von den Scheinwerfern beleuchtet. Einige kleine Krabben, die wie Meeresbewohner aussahen, ernährten sich von der Kuh, als die Kameras plötzlich ausfielen. Irgendetwas Großes schien sie zu verdecken. Der Zeitstempel zeigte, dass es der richtige Zeitpunkt für den Vorfall war. Nach 2 Minuten gingen die Lichter wieder an und sie konnten wieder sehen, allerdings nicht viel, da eine enorme Menge an Sediment vom Meeresboden aufgewirbelt wurde. Sie konnten zwar ausschließen, dass sich der Haken auf dem Grund verfangen hatte, aber sie konnten nicht sehen, was die Ursache dafür war. Und so endet die Geschichte. Keine Antwort oder Erklärung, nichts. Sie kehrten in den Hafen zurück und meldeten ihre Ergebnisse, aber es kam nie etwas dabei heraus. Mein Onkel hat sie uns oft erzählt und sie lässt dann darüber nachdenken, was da draußen in den Tiefen des Ozeans wirklich lauern könnte. Das Bungalow. Vor Jahren mietete Aaron ein Doppelhaus-Bungalow. Er mietete allein und wohnte nur kurz dort. Er hat nie gesagt, wie lange, aber nach seinen Erfahrungen zu urteilen, wäre ich auch schnell wieder weg gewesen. Er sagte, er habe immer nur bar bezahlt und sie seien jeden Monat zu seinem Haus gekommen, um die Miete abzuholen. Es war nie dieselbe Person, sondern es waren verschiedene Leute, die jedes Mal den Dienst wechselten und offenbar sahen sie irgendwie verschlagen und unzuverlässig aus. Er hatte keine Ahnung, wie sein Vermieter aussah, er hatte nur eine Telefonnummer von ihm. Eines der Dinge, die Aaron beim Einzug auffielen, war, dass es im Haus wahnsinnig kalt war. Er sagte, egal was er tat, wie lange er die Heizung laufen ließ und zu welcher Jahreszeit, es war immer eiskalt. Es dauerte nicht lange, bis seltsame Dinge passierten. Aaron sah die ganze Zeit Bewegungen in seinem peripheren Blickfeld. Er hatte einen Flur, wenn man das Haus betrat, es gab aber keine Tür, die vom Wohnzimmer in den Flur führte und sein Sofa stand direkt dort. Er sah immer, wie jemand an der Tür vorbeiging. So lebhaft, dass er aufstehen und nachsehen musste, ob jemand irgendwie ins Haus gelangt war. Er sah diese Gestalt immer wieder in verschiedenen Teilen des Hauses vorbeigehen. Aaron beschrieb ein schreckliches Gefühl des Grauens im Haus, das sich zu verschiedenen Tageszeiten verstärkte und wieder abschwächte. Die Zeitpunkte waren nicht einheitlich, aber er erwähnte, dass man mehrmals am Tag grundlos ein überwältigendes Gefühl des Grauens verspürte. Wenn er Freunde mitbrachte, spürten sie es auch. Er sagte sogar, dass es einmal so schlimm war, dass er einen Freund anrufen musste, um ihn mitten in der Nacht abzuholen, weil er nicht im Haus bleiben konnte. Er erhielt Post für einen Mann, der dort nicht wohnte. Er setzte sich mit dem Vermieter in Verbindung, der ihm sagte, dass es sich um den Vormieter handelte und sie nicht wüssten, wohin er gegangen sei, da er eines Tages einfach weg war. Noch seltsamer wurde es, als ein Mitglied der Familie des Vormieters an Aarons Tür erschien und fragte, wo er sei. Aaron erklärte, wie lange er dort schon wohnte und man sagte ihm, dass der letzte Mieter weitergezogen sei. Offenbar hatte die Familie dieses Mannes seit Monaten nichts mehr von ihm gehört und niemand wusste, wo er war oder hat ihn in all der Zeit gesehen. Die beiden gruseligsten Dinge geschahen gegen Ende seines Aufenthaltes dort. Das erste war, als Aaron versehentlich vergaß, das Geld für die Miete abzuheben. Der Typ, der die Miete abholen sollte, wurde aggressiv und sagte, »Besser ist das, sonst endest du wie der Letzte, der hier gewohnt hat.« Aaron wusste nicht, was er davon halten sollte, aber es klang auf jeden Fall bedrohlich. Das Ganze spitzte sich zu, als er mit seinem Nachbarn sprach, dessen Bungalow an den seinen grenzte. Aaron hatte diesen Mann erwähnt, der im Grunde verschwunden war, und seinen Nachbarn gefragt, wie er denn so gewesen sei. Er sagte, er sei ein ziemlich ruhiger Typ, der sich zurückhalte, aber grüßen würde, wenn er einen sehe. Er wusste nicht, was mit ihm passiert war. Außerdem erzählte er, dass nachdem er weg war, komische Leute vorbeikämen und irgendwas im Keller abgebaut hätten. Aaron war verwirrt, denn er hatte keinen Keller. Nach dem Gespräch ging Aaron zurück ins Haus und beschloss nachzusehen, wo es einen Keller geben könnte. Er ging zu der Stelle, an der der Nachbar seinen Keller vermutet hatte und stellte fest, dass er sich dort befand, wo der Kühlschrank stand. Der Boden in der Küche war mit Linoleum ausgelegt und so gelang es Aaron, den Kühlschrank zu verschieben und das Linoleum zurückzurollen. Und siehe da, in den Bodendielen befand sich eine Falltür. Aaron überlegte, ob er die Luke öffnen sollte, aber er konnte sich nicht dazu durchringen, es zu tun. Er deckte die Luke wieder ab, stellte den Kühlschrank zurück und begann sofort mit den Vorbereitungen für seinen Auszug.
Kurz darauf zog er aus. 4 Geschichten. Ich war etwa 3 oder 4 Jahre alt und meine Eltern und ich aßen an unserem kleinen Esstisch, der neben einem Regal mit Glasschiebetüren stand. Daneben gab es einen Türrahmen ohne Tür, der in einen größeren Teil des Gebäudes führte. Ein riesiger, leerer Raum, in dem sich der Hauptbereich des Hauses befand. Es war ein 5-stöckiges Gebäude, das der Familie meines Vaters gehörte und wir wohnten im 5. Stock. Andere Familienmitglieder wohnten in anderen Stockwerken und andere Räume wurden von anderen Leuten gemietet. Der leere Bereich war nicht beleuchtet, sodass es sehr dunkel war, wenn man ihn überqueren musste. Während unseres Abendessens erzählte mir meine Mutter und mein Vater, dass ich meinen Kopf in Richtung des Türrahmens drehte, der in den dunklen, leeren Bereich des Stockwerks führte. Innerhalb von Sekunden wurde ich von ruhig zu hektisch, errötete und weinte. Mama und Papa versuchten mich zu beruhigen, Papa nahm mich auf den Arm und fragte, was los sei. Während ich in seinen Armen lag, zeigte ich auf den Türbereich und mein Vater fragte mich, ob ich etwas gesehen hätte, woraufhin ich nickte. An diesem Punkt hatte mein Vater eine Ahnung, also hielt er mich näher an das Regal mit den Glasschiebetüren. In diesem Regal waren viele Dekorationen ausgestellt, aber 2 davon waren gerahmte Bilder meiner beiden Großmütter von der Seite der Familie meines Vaters. Er fragte mich, ob ich eine von ihnen gesehen hätte. Er fragte mich außerdem, ob sie wütend aussah. Ich bejahte. Es stellte sich heraus, dass die Adoptivmutter meines Vaters meine Mutter hasste, als sie und mein Vater zusammen waren. Meine Mutter sagte, sie habe sie verflucht. Der leere, dunkle Raum war der Ort, an dem sie immer fernsah. Mein Vater erzählte mir, dass sie in einem Schlaganfall starb, als sie auf einer Reise war. Ich habe mich nie wohl gefühlt, als Kind durch diesen dunklen Raum zu gehen. Die 2. Geschichte. Meine Mutter ist Krankenschwester. Als ich etwa 4 Jahre alt war, nahm sie mich an freien Tagen manchmal mit in das Krankenhaus, in dem sie arbeitete, um Sachen abzuholen oder etwas zu erledigen. In der Nähe gab es einen Supermarkt. Jedenfalls kamen wir eines Tages vorbei und eine Krankenschwester, die mit ihr zusammenarbeitet, hielt sie an, als wir durch die Glasschiebetür in die Lobby gingen. Ihre Kollegin saß auf dem Wartesessel, die direkt neben der Eingangstür standen. Während meine Mutter mit ihrer Freundin sprach, fiel mir etwas auf dem Boden ins Auge. Blutige Fußabdrücke, die aussahen, als stammten sie von einem Säugling, den in Operationssaal führten. Ich zerrte am Hemd meiner Mutter, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ich zeigte auf die Tür der Notaufnahme. Meine Mutter fragte mich, was los sei, und ich sagte ganz unschuldig, ich habe rote Fußabdrücke auf dem Boden gesehen. Meine Mutter und ihre Freundin sahen erschrocken aus. Wir haben nie herausgefunden, was es damit auf sich hatte. Die 3. Geschichte. Ich war in der 2. Klasse, 8, ungefähr 2002. Ich erinnere mich, weil dies die Zeit in meinem Leben war, in der sich Mama und Papa trennten. Etwa zu dieser Zeit ging meine Mutter ins Ausland, um als Krankenschwester zu arbeiten. Mein Vater und ich sind 2 Stunden von der Stadt weggezogen. Das alles nur, um mit seiner neuen Tussi zusammenzukommen. Wir zogen in ihre Wohnung. Auch davor waren wir schon ein paar Mal da, ich schlief alleine im Wohnzimmer. Die Frau hatte 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, der Junge hatte Autismus, Josh, er wurde mein bester Freund. Als wir dort waren, herrschte im 2. Stock eine seltsame Stimmung, selbst wenn man nur vom Fuß der Treppe nach oben schaute. Josh und seine Schwester wurden manchmal aufgefordert, nach oben zu gehen, um etwas zu holen, und sie hassten es. Josh wippte jedes Mal aus. Später zogen mein Vater und ich in die leere angrenzende Wohnung. Josh und ich waren Klassenkameraden und Nachbarn. Mein Vater nahm das große Zimmer im Obergeschoss. Ich versuchte in dem anderen Zimmer neben seinem zu schlafen, aber ich habe mich dort nie wirklich wohlgefühlt. Stattdessen entschied ich mich, im kleinen Wohnzimmer der Wohnung am 1. Stock zu schlafen, wo ich meinen Kabelfernseher hatte. Nach ein paar Monaten hörte ich auf, mit Josh zu spielen, weil mein Vater wahrscheinlich mit seiner Mutter Schluss gemacht hatte. Das war auch die gleiche Zeit, in der sich meine Noten verschlechterten. Mein Vater besorgte mir eine Nachhilfelehrerin, die zufälligerweise auch eine süße 27-Jährige war. Mein Vater war sehr charismatisch, sodass es nicht so lange dauerte, bis sie zu flirten begann, und manchmal blieb sie auch über Nacht. Eines Abends hatte ich keine Lust auf die Nachhilfestunde, also saß ich gegen 20 Uhr an unserem runden Plastik-Esszimmertisch mit gesenktem Kopf, als würde ich ein Nickerchen machen. Sie kam erst sehr spät, um 21 Uhr, was sich zu meinen Gunsten auswirkte. Ich ließ meinen Kopf fallen und tat so, als wäre ich sehr müde. Ich schaute auf den Boden und dann wurde mir klar, dass ich auf die Füße einer anderen Person schaute. Es waren die Füße eines 60-jährigen oder 70-jährigen braunhäutigen Mann. Das Seltsame ist, dass sie dort waren, wo meine Füße eigentlich hätten sein müssen. Hier fangen die merkwürdigen Dinge an. Am Wochenende nach diesem Vorfall kam eine Nachhilfelehrerin und ein Freund meines Vaters vorbei, um ein bisschen zu plaudern. Nach dem Abendessen blieben wir an unserem Esstisch sitzen.
Ich hörte den Erwachsenen zu und plötzlich hörte meine Nachhilfelehrerin mitten im Satz für eine Sekunde auf zu sprechen und schaute den oberen Teil der Treppe hinauf. Sie sagte, sie hatte Füße gesehen. Ich mischte mich ein und sagte, dass ich dasselbe gesehen hatte. Damit war es offiziell, wir hatten körperlose Geisterfüße, die durch unsere Wohnung liefen und sie kamen von oben. Nachdem mich der Gedanke an Geisterfüße, die um mich herumlaufen, während ich schlief, erschreckt hatte, habe ich meinem Vater gesagt, dass ich im Zimmer oben schlafen möchte. Deswegen schlafe ich dort nicht gerne. Ein paar Monate später musste ich in das Haus der Familie meiner Mutter ziehen, in dem die Familie meiner Oma und meines Onkels lebt, weil sich meine Eltern getrennt hatten. Das führt zu meiner letzten Geschichte. Es war 2009. Im Haus meiner Großeltern lebte praktisch die ganze Familie, die Schwester meiner Mutter, ihr Bruder, seine Familie, mein Großvater. Eines Tages spielte ich oben in meinem Zimmer auf der PS2. Ich hörte, wie meine Oma nach mir rief, wahrscheinlich um etwas für sie zu tun. Ich ging nach unten, Oma wollte, dass ich ihr ein Glas Milch einschenke, also tat ich das. Ich reichte ihr das Glas Milch und blieb noch ein bisschen und sah mit ihr fern. Nach ein paar Minuten hörte ich Schritte über uns. Ich erschrak und fragte meine Oma, ob sie es auch hörte. Sie sagte, ja, da oben ist jemand, warum? Daraufhin sagte ich ihr, dass wir die einzigen im Haus waren. Meine Oma lachte nervös und versuchte es auf eine liebenswürdige Art und Weise abzutun. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Rest des Tages verbracht habe, aber ich hatte Angst. Jetzt erlebe ich nichts Paranormales mehr. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass ich es wieder kann, nicht um mich zu gruseln, sondern um es vielleicht nochmal zu erleben und daraus Schlüsse zu ziehen. Ich finde es jetzt interessant, wo ich älter bin und mehr über die Welt weiß. College. Es war mein erstes Studienjahr und ich hatte die Verlängerung meines Mietvertrags hinausgezögert. Als ich merkte, dass ich nicht mehr in meinem jetzigen Haus wohnen konnte, hatte ich kaum noch Möglichkeiten. Glücklicherweise boten mir einige Arbeitskollegen ihr Gästezimmer im Obergeschoss für $400 pro Monat an. Das war ein deutlicher Unterschied zu meiner vorherigen Miete von $900 und so ergriff ich die Gelegenheit. Es sollte nur für 4 Monate sein und im Januar würde ich wieder in die Stadt zu meinen College-Freunden ziehen. Die Wohnung befand sich in Montgomery, etwa 18 Minuten von Savannah selbst entfernt. Das Haus war ein dunkler Backsteinbau mit 2 Stockwerken und einem großen Garten, der an ein sumpfiges Stück Land grenzte. Das Grundstück war überrannt mit Eichen, die mit spanischem Moos bewachsen waren. Meine Mitbewohner waren wesentlich älter als ich, aber es machte trotzdem Spaß, mit ihnen abzuhängen. Eines Abends spielten wir in der Küche Poker, als wir alle ein lautes Klopfen an der Tür hörten. Es hörte sich an, als würde jemand versuchen, ins Haus zu kommen, aber die Tür war verschlossen. Wir dachten alle, dass es unser Mitbewohner Kyle war, der seine Schlüssel vergessen hatte. Ich stand vom Tisch auf, um ihn hereinzulassen, aber als ich die Tür öffnete, war niemand da. Ich schaute mich draußen um, aber alles, was ich sah, war ein leerer Hof. Ich ging zum Tisch zurück und meine Mitbewohner bemerkten, dass auch sie dachten, jemand würde versuchen, ins Haus zu kommen. Ich war zwar etwas verwirrt, aber ich dachte mir nicht viel dabei und wir spielten weiter. Ein paar Wochen später hatte mein Mitbewohner Sean eine Flasche Jameson mitgebracht und nach einem Brunch in der Bar beschlossen Sean, Billy und ich einen Drink zu nehmen. Wir saßen am Küchentisch und hatten schon etwa ein Viertel der Flasche ausgetrunken. Wir sprachen über die Arbeit, lachten und nahmen einen Schluck. Plötzlich hatten wir alle drei das Gefühl, dass wir auf die Linoleum-Arbeitsplatte schauen müssten. Ich weiß nicht, was uns dazu veranlasst hat, aber als ich über meine Schulter blickte, sah ich, wie eine Schale auf dem Tresen hin und her glitt. Es war, als würde ein zarter Finger sie in Richtung eines gleichgültigen Ziels schieben. Mein Blick schoss zurück zu Sean und Billy, deren Münder vor Schreck offen standen. Wir fingen wieder an zu lachen, aber es war die Art von nervösem Lachen, die man erlebt, wenn man in Gefahr ist. Ich ging zur Arbeitsplatte hinüber. Ich rieb mit der Hand über die Oberfläche und erwartete, dass sie feucht sein würde, aber sie war knochentrocken. Es gab keinen Luftzug, keine unsichtbare Schnur, keine Magie. Es war beunruhigend, aber wir lachten darüber und tranken weiter. Ein Monat verging und es war Oktober. Meine Eltern kamen aus North Georgia zu Besuch und brachten Duke, unseren Hund, mit. Wir gingen in der River Street spazieren, aßen bei Vicks, besuchten die Süßigkeitenküche, das Ganze drum und dran.
Nach dem Abendessen erzählten mir meine Eltern, dass ihr Hotel keine Haustiere duldet und sie wollten, dass ich Duke über Nacht behalte. Ich war damit einverstanden. Als Duke und ich am Haus abgesetzt wurden, brachte ich ihn rein. Er spielte eine Weile mit meinen Mitbewohnern und als es spät wurde, gingen wir in mein Zimmer. Mein Bett stand ungünstig in der Ecke des Zimmers und war auf zwei große Fenster an der mir gegenüberliegenden Wand ausgerichtet. Irgendwann schlief ich ein, während Duke sich am Fußende des Bettes zusammenrollte. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf und es gibt nicht viel, was mich aufweckt. Doch aus dem Tiefschlaf erwachte ich durch ein tiefes Knurren. Das Mondlicht schien durch die Fenster und ich sah Duke stehen. Seine Fersen waren erhoben und dieses Knurren, das ich noch nie zuvor gehört hatte, hielt an. Er blickte zu etwas auf, was ich nicht sehen konnte. Was auch immer es war, er schien über dem Bett zu verweilen. Ich fühlte mich sofort unwohl, schnappte mir den Hund und zog ihn dicht an mich heran. Das schien seine Aggression zu besänftigen und ich fand irgendwie wieder einen Schlaf. Im November hatte ich beschlossen, Thanksgiving bei meiner Familie in North Georgia zu feiern. Unser Haus liegt auf einer kleinen Rinderfarm, oben in L.E.J. und im Herbst ist es dort besonders schön. Ich fuhr hin und besuchte sie ein paar Tage lang. An einem Nachmittag fühlte ich mich unheimlich müde, also ging ich auf mein Zimmer und machte ein Nickerchen. Als ich aufwachte, konnte ich mich nicht bewegen. Ich spürte, wie mir der Schweiß von der Stirn tropfte. Aus dem Augenwinkel konnte ich meinen Spiegel sehen, der über meiner Kommode hing. Was ich in dem Spiegelbild sah, löste Entsetzen aus. Eine alte Frau, blass, knochig und nass, verweilte über mir. Sie hatte tiefschwarzes Haar und strahlte eine Energie der Besorgnis und Bosheit aus. Zu diesem Zeitpunkt flippte ich aus und kämpfte darum, mich aus dieser Lähmung zu befreien. Nach ein paar Augenblicken schaffte ich es. Mein Herz raste und ich sprang aus dem Bett. Die Frau war nirgends zu sehen. Der Dezember war mein letzter Monat in diesem Haus und eines Abends spielten meine Mitbewohner und ich abwechselnd Schach. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber wir sprachen über Tod und Sterben. Billy fragte Shona nach der Frau, die früher im Haus gewohnt hatte. Er hielt eine Sekunde inne und sah mich an. Dann erzählte er die Geschichte der Vorbesitzer, die ihm von einem unserer Nachbarn übermittelt worden war. Es war ein älteres Ehepaar, das zuvor dort gewohnt hatte. Der Mann war schwer dement und seine Frau kümmerte sich um ihn. Eines Tages wurde der Mann bei einem Spaziergang in der Nachbarschaft gefunden und ein Nachbar brachte ihn zum Haus zurück. Als sie das Haus betraten, fand der Nachbar einen ranzigen Gestank in der Luft vor. Er rief nach der Frau des Mannes, aber es kam keine Antwort. Besorgt suchte er im ganzen Haus nach ihr. Als er in ihr Schlafzimmer kam, war der Gestank überwältigend. Die alte Frau lag tot in ihrem Bett. Sie war verstorben und lag dort schon seit Tagen. Mir lief es kalt den Rücken herunter, als ich die Geschichte hörte. Ich musste an die seltsame Schlaflähmungsepisode und all die anderen Seltsamkeiten denken, die sich hier ereignet hatten. Ich wohne nicht mehr dort und das Haus ist inzwischen verkauft worden. Vielleicht waren das alles nur Anomalien und Tricks des Unterbewusstseins, die nichts miteinander zu tun hatten. Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass in der Küche, den Fluren und den Schlafzimmern des Hauses in Montgomery etwas Übernatürliches im Spiel war. Mein Haus. Zuerst möchte ich sagen, dass ich schon immer wusste, dass ich Dinge sehen und fühlen kann, seit ich ein Kind war. Ich erinnere mich daran, dass ich meinen Eltern im Alter von 5 Jahren erzählte, dass ich mit Geistern spreche. Es wurde immer als aktive Fantasie abgetan. Als ich heranwuchs, interessierte ich mich immer für das Paranormale und alles Unheimliche und Gespenstische. Meine Eltern wohnten zur Miete und wir zogen oft um, aber es passierten immer wieder Dinge, wenn ich allein war. Ich konnte immer schlecht schlafen und war oft bis spät in der Nacht wach, um in meinem Zimmer zu spielen. Eines Nachts spielte ich nach Weihnachten mit meinen Barbies und ich hatte gerade ein neues Barbie-Auto mit einem funktionierenden Radio bekommen. Das Auto befand sich auf der anderen Seite des Zimmers und schaltete sich irgendwie ein und begann, ein gruseliges Lied zu spielen, in dem etwas in der Art von »Da ist jemand, der dich beobachtet« gesungen wurde. Vor etwa 8 Jahren zog meine Familie in ein Haus und ich hatte mein eigenes Zimmer mit Zugang zum Dachboden. Zu diesem Zeitpunkt war ich etwa 16 und dachte, toll, ein eigenes Zimmer und der Dachboden gehört mir. Ich erinnere mich, dass ich kleine Geräusche im Haus hörte, aber ich hatte noch nie in einem richtigen Haus gelebt und nahm einfach an, dass das normal war. An meinem ersten Weihnachtsfest in diesem Haus schenkte mir meine Mutter ein Ouija-Brett, das sie für eine Attrappe hielt. Ich habe ein paar Wochen gewartet, um es zu öffnen, weil ich nicht glaubte, dass es funktionieren würde. Eines Tages kam ein Freund vorbei und wir waren neugierig.
Ich weiß nicht mehr genau, was wir gefragt haben, aber wir haben etwa 30 Minuten damit gespielt und als nichts passierte, haben wir es zurückgelegt. Kurz danach fingen merkwürdige Sachen an zu passieren. Selbst wenn ich allein zu Hause war, hatte ich das Gefühl, dass ich unten im Wohnzimmer Leute hörte. Wenn ich duschte, hatte ich das Gefühl, Menschen streiten zu hören. Danach verfiel ich in eine tiefe Depression. In den nächsten Monaten hörte ich immer deutlicher Stimmen, aber es war niemand zu Hause. Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts im Bett lag und spürte, dass mir jemand im Nacken saß, sodass sich meine Haare bewegten, als ob sie im Wind wehen würden. Am nächsten Tag, als ich mich in meinem Zimmer fertig machte, hörte ich einen Mann meinen Namen ganz deutlich sagen. Einige Zeit danach saß ich mit meiner Mutter im Esszimmer und etwas erschien hinter ihrer linken Schulter. Es war kein Mensch, sondern eine große, schwarze Gestalt mit einem roten und schwarzen Kopf. In den darauffolgenden Wochen fand meine Mutter Zeichnungen an der Innenseite der Tür zu unserem Wäscheschrank. Ein Freund übernachtete bei mir und als wir aufwachten, fanden wir eine rote Flüssigkeit an der Wand meiner Dachbodentür. Ich habe nie über die Gestalt gesprochen, die ich hinter meiner Mutter sah, weil ich Angst hatte, ihr Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht allzu lange danach kam meine Familie zu einem Grillfest. Ich war auf der Arbeit, aber als ich nach Hause kam, fand ich zwei meiner Cousins, die aus meinem Zimmer die Treppe heruntergerannt kamen. Ich fragte meinen jüngeren Cousin, was passiert war, und er sagte, du musst vom Dachboden wegbleiben. Ich fragte meinen älteren Cousin, und er beschrieb genau die gleiche Gestalt, die ich im Esszimmer gesehen hatte. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich totale Angst hatte, allein in diesem Haus zu sein. Im folgenden Winter hatte ich eine Freundin zu Besuch. Wir rauchten einen Joint und hingen ab. Meine Schwester kam ins Zimmer und das Verhalten meiner Freundin veränderte sich völlig. Sie versteifte sich, bekam große Angst und stützte sich dann auf meine Schwester und versuchte sie zu erwürgen. Ich schaffte es, sie von meiner Schwester wegzureißen und auf mein Bett zu stoßen und sie versuchte sofort aus dem Fenster zu springen. Ich habe es geschafft, sie unter Kontrolle zu bringen und aus dem Haus zu schaffen. Als wir draußen waren, hatte sie keine Ahnung, was passiert war. Sie sagte, sie wusste, dass sie es tat, konnte sich aber nicht kontrollieren. Es gab viele Dinge, die ich wahrscheinlich auslasse. Es gab auch Zeiten, in denen Leute Fotos von mir gemacht haben und man Dinge hinter und neben mir sehen konnte. 2016 bin ich ausgezogen und habe immer noch mit Kleinigkeiten zu tun, wie dass ich Geräusche höre. Aber ich habe keine Angst mehr. Aber einige Dinge sind absolut unbestreitbar. Mein Vater starb in diesem Haus eines Nachts völlig zufällig, im Alter von 52 Jahren und völlig gesund im Schlaf. Ich frage mich immer noch, ob das, was in diesem Haus war, etwas damit zu tun hatte. Der Hund. Wie ich in meinem letzten Beitrag erwähnt habe, kam das, was meinen Arbeitsplatz bewohnte, mit mir nach Hause. Es reicht ihm nicht mehr aus, mich in meinen vier Wänden zu belästigen, sondern es ist jetzt auch draußen mit mir. Ich besitze etwas mehr als ein Hektar Land und mein Haus steht von den Seiten aus gesehen fast genau in der Mitte des Grundstücks. Der vordere Rasen ist groß und liegt etwas näher an der Straße als mir lieb ist. Auf dem hinteren Rasen habe ich am meisten Platz und hier gehe ich mit meinem Hund hin. Mein nächster Nachbar auf der Seite meines Hauses ist weit genug entfernt, dass wir nichts voneinander mitbekommen. Ich pflege nur etwa das erste Drittel meines hinteren Rasens, den Rest lasse ich wachsen, wie er will. Es gibt eine Menge Bäume und Wildblumen, die sich dort angesiedelt haben. Bis letzte Woche hat es mein Hund genossen, an dem Waldstück herumzulaufen und zu schnüffeln. Das Waldstück ist auch eingezäunt. Nachdem dieses Wesen mit mir nach Hause kam, wollte mein Hund nicht mehr herumschnüffeln. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Das ging so lange, bis ich ihren Lieblingsball in den Wald warf. Sie wollte ihn nicht holen. Sie rannte an den Rand und winselte nur ein wenig, bevor sie sich aufrichtete und anfing zu bellen und zu knurren. Ich bin also nachsehen gegangen. Das Einzige, was ich fand, war ihr Spielzeug und das Gefühl, dass ich nicht allein war. Zu diesem Zeit brach die Dämmerung an, sodass die Sicht nicht mehr so gut war. Es passierte wieder wenig Interessantes, bis es Zeit war, mit ihr Gassi zu gehen. Ich musste sie praktisch zur Tür hinauszwingen und zuerst saß sie nur auf der untersten Stufe meiner Terrasse und jammerte. Die Bäume entlang der Grenze zwischen meinem Rasen und dem Wald hatten noch keine Blätter und es wehte kein Lüftchen. Trotzdem machten sie ein knarrendes Geräusch, wie wenn die Äste bei starkem Wind aneinander reiben. Das genügte meinem Hund, er rannte die Stufen hinauf und versteckte sich hinter mir. Dieser Hund war noch nie ein Feigling, sie beschützt mich vor allem und jeden. Schließlich nahm ich sie an die Leine und führte sie nach draußen, wo sie problemlos aufs Töpfchen gehen konnte. Am nächsten Morgen, als ich mit ihr herausging, war es noch dunkel. Wir gingen hinten raus und sie pinkelte sofort wie immer. Doch wieder erschreckte sie irgendetwas und sie rannte die Treppe hinauf.
Als ich die Hintertür schloss, hätte ich schwören können, eine schwarze, fast rauchähnliche Gestalt an der Baumgrenze zu sehen. Wenn es draußen dunkel ist, denkt mein Hund nicht einmal daran rauszugehen. Solange Sal ist, geht es ihr gut. Eines Tages saß ich also in der frühen Morgendämmerung auf meiner Veranda, als es gerade erst hell wurde, aß meine Schale mit Frosted Flakes und beobachtete die Baumgrenze. Diesmal wusste ich, dass ich eine Gestalt sah, die sich zwischen den Stämmen dieser Bäume bewegte. Sie hatte eindeutig die Form eines Mannes, aber gleichzeitig auch nicht. Sie gab kein Geräusch von sich, als es sich zwischen den Bäumen bewegte, was aufgrund des Blättergewirrs bald unmöglich war. Ich stellte meine Schale auf die Glasplatte des Tisches und sie machte ein leicht klirrendes Geräusch. Das veranlasste dieses Wesen zu verharren. Ich stand auf und ging rückwärts auf meine Tür zu, wobei ich sie im Auge behielt. Als mein Finger den Türknopf berührte, begann mein Hund wütend zu bellen und das Wesen stürmte in meine Richtung. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten überkam ich Panik und ich wirbelte herum, riss die Tür auf und flog praktisch hinein. Seit der Begegnung neulich am Morgen habe ich aufgehört, meinen Hund nach draußen zu bringen. Wir gehen jetzt immer vorne raus. 2 Tage nachdem ich aufgehört habe, den Hinterhof zu benutzen, haben sich die Ereignisse nach drinnen verlagert. Meine Hündin versteckt sich die ganze Zeit, wenn wir nicht gerade spielen. Wenn sie im Wohnzimmer ist, starrt sie in die Küche und jammert. Letzte Nacht wurde ich durch ein Geräusch im Erdgeschoss geweckt. Mein Schlafzimmer liegt im 1. Stock. Da ich aufgestanden war und nachsehen musste, beschloss ich, auch ins Badezimmer zu gehen. Dort war es kalt, kälter als im Rest des Hauses. Ich machte nie das Licht an, wenn ich mitten in der Nacht aufstand. Ich setzte mich also auf die Toilette und begann zu pinkeln. Wie aus dem Nichts knallte die Badezimmertür zu. Ich versuchte es zu ignorieren und wollte wieder ins Bett gehen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Irgendetwas hielt sie fest. Laut und deutlich sagte ich: "Du bist hier nicht willkommen, geh." Doch die Tür bewegte sich keinen Zentimeter. Ein Geräusch zu meiner Rechten erregte meine Aufmerksamkeit. Der Duschvorhang schob sich langsam auf. Ich schlug mit der Schulter gegen die Tür und brachte sie in Bewegung. Ich lief den Flur entlang und die Tür knallte immer wieder auf und zu. Ich erreichte die Treppe, die in den 1. Stock führte, schnappte mir meinen Hund und rannte die Treppe hinauf. Wir betraten mein Zimmer, ich setzte sie auf mein Bett, schloss meine Tür und kletterte hinein. Etwas hämmerte an meiner Zimmertür. Nervös stieg ich wieder aus dem Bett und schaltete das Licht ein. Das Klopfen hörte auf. Ich setzte mich auf die Bettkante und hielt meinen Hund fest, um ihn zu beruhigen. Aus Sekunden wurden Minuten. Nach etwa 10 Minuten kroch ich zurück unter die Decke, ließ das Licht an und schlief unruhig ein. Als ich heute Morgen aufstand, stellte ich fest, dass alle Stühle in meiner Küche umgestoßen worden waren. Mein armer Hund schien Angst zu haben, sein Frühstück zu essen. Ich habe sie heute mit zur Arbeit genommen. Ich hoffe nur, dass es bald aufhört. Der Weinkeller. Das passierte beides in den frühen 90er Jahren, als es noch keine Handys mit Kameras gab. Ich wohne nicht mehr in diesem Haus, aber bevor ich umzog, war ich die 4. Generation, die in dem Haus geboren und aufgewachsen ist. Mein Vater erzählte mir von den Dingen, die ihm als Kind im Haus passiert waren, und ich hielt das für einen Scherz. Wir hatten einen alten Weinkeller, der nur vom Hinterhof aus zugänglich war, aber die hintere Veranda und die Stufen waren so verrottet, dass der Weinkeller mit einem Haufen Werkzeug darin dem Verfall preisgegeben wurde. Als ich noch ein Teenager war, beschlossen ich und ein paar Freunde, ihn in einen Treffpunkt oder ein Clubhaus zu verwandeln. Während wir den Weinkeller von den Werkzeugen und dem Gerümpel befreiten, stellte ein Kumpel von mir, namens James, eine Leiter auf, um einige Sachen vom darüberliegenden Dachboden zu entfernen. Er fiel von der Leiter gegen eine Wand und offenbarte einen Ausschnitt an der gegenüberliegenden Wand, die herausgeschlagen worden war. Als ich meinen Vater nach dem Grund für diesen kleinen quadratischen Ausschnitt fragte, sagte er, dass mein Großonkel, der das Haus gebaut hatte, Wein für die Familie herstellte und Rohre vom Keller in die Garage zur Verarbeitung führte. Wir ließen ihn offen und benutzten ihn sogar als geheimen Eingang, um die hintere Veranda zu umgehen. Meine Mutter war nicht glücklich darüber, dass sie offen gelassen wurde, weil der offene Platz in der Garage über 1 Monat lang zu Katzenabdrücken auf ihrem sauberen Auto führte. Sie ließ einen Nachbarn die Tür zunageln, während ich in der Schule war. Eine Woche später wurde ich in meinem Bett von einem Summen in meinem Ohr geweckt, das wie eine verstärkte Mücke klang. Ich hatte es satt und beschloss, einfach im Wohnzimmer zu schlafen. Ich schnappte mir meine Decke und mein Kissen und machte mich auf den Weg in meinen Flur. Zur gleichen Zeit kam mein Vater aus seinem Zimmer am anderen Ende des Flurs in Richtung Badezimmers. Während mein Vater direkt neben mir stand, hörte ich das Klick-Klack meines alten Röhrenfernsehers, der in meinem Zimmer eingeschaltet wurde.
Als ich meinen Vater fragte, ob er das gesehen hatte, dachte er, ich hätte eine Fernbedienung dabei und würde ihn verarschen. Er sagte mir, ich soll ihn ausschalten gehen. Als ich in mein Zimmer ging, konnte ich sehen, was im Fernsehen lief, und es war eine Jerry Springer-Folge, in der er mit Teufelsanbetern sprach. Bevor ich ihn ausschalten konnte, ging er selbst aus. Wochenlang fühlte ich mich unwohl. Ich habe es erst bemerkt, als wir umgezogen sind, aber meine gesamte Persönlichkeit hatte sich verändert. Damals machte ich mir keine Sorgen und schob es darauf, dass ich ein Teenager war. Ich verdunkelte meine Fenster und fing an, Schädel zu sammeln, die mich zu finden schienen. Ein Katzenschädel, der aus einem Riss in einem Sack Dreck gefallen war. Ein Kaninchenschädel, den mein Hund ausgegraben und vor meiner Tür liegen gelassen hatte. Und ein Hirschschädel, von dem meine Patentante dachte, er würde mir gefallen. Als wir das Haus verließen, spürte ich eine Art Befreiung des Einflusses. Wir verkauften das Haus im Jahr 99, aber bis heute möchte ich zurückkehren. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas dort zu sich ruft. Apartment 172C. Diese Geschichte stammt vom Bruder meines Freundes Alvin, der es geschafft hat, eine Wohnung in Edgedale Plains in der Nähe der Canadian Pizza zu bekommen. Für diejenigen, die sich nicht auskennen, das ist in der Region Punggol Senkang in Singapur. Alvin und seine Freundin seit 3 Jahren, Quyan Rong, bewarben sich um eine Wohnung in dieser Gegend, da ihre Eltern in der Nähe wohnten. Sie gingen zu 2 verschiedenen Feng Shui-Meistern, um sie um Hilfe bei der Auswahl einer Wohnung in einem Block zu bitten. Da der Block verschiedene Säulen hatte, bedeutete dies auch, dass die Wohnungstüren unterschiedlich ausgerichtet waren. Als sie einzogen, waren sie sehr glücklich und gingen jedes Wochenende zu IKEA, um ihr Traumhaus einzurichten. Sie hatten kein Budget für große Renovierungsarbeiten, aber sie haben die grundlegenden Dinge, wie die Garderobe, natürlich gemacht. Nach 2 Monaten veranstalteten sie schließlich ihre Einweihungsfeier. Sie stellten ein Buffet im Flur auf und luden auch die Nachbarn von den anderen Seiten ein. Ein Nachbar war ein Mann, der ein kleines Kind hatte, Alex, das ständig im Haus herumlief und spielte. Nachdem er Alex einen Teller mit Essen vom Buffet reichte, nahm Alex den Teller und rannte ins Zimmer. Quan Rong dachte, Alex könnte ihr neues Schlafzimmer schmutzig machen und fragte, warum er im Schlafzimmer ist, anstatt draußen zu spielen. Alex antwortete, ich möchte mit meiner Schwester zusammen essen. Und Quan Rong fragte nur beiläufig, welche Schwester? Die im Schrank ist. Quan Rong war erschrocken, ging schneller auf Alvin zu, zog ihn zur Seite und erzählte ihm das. Alvin winkte ab und sagte, dass der Junge Unsinn redete. Also ging Alvin zu dem kleinen Jungen. Alex' Blick ging vom Schrank zum Fenster und er zeigte auf das Fenster und weinte. Alvin beruhigte ihn und bat ihn nicht zu weinen und fragte ihn, was passiert sei. Alex antwortete, die Schwester ist aus dem Fenster gesprungen. Dann kamen die Eltern des Jungen herein, entschuldigten sich und trugen ihn aus dem Zimmer. So blieben Alvin und Quan Rong beide im Zimmer und sahen sich an. Der Tag ging zu Ende und es war etwa 23 Uhr und sie wollten sich für die Nacht zurückziehen, schalteten den Fernseher im Wohnzimmer aus und gingen dazu über, das Licht zu löschen, als Quan Rong sagte, Alvin, können wir heute Nacht nicht im Hauptzimmer schlafen? Was der Junge gesagt hat, hat mich ein wenig beunruhigt. Er stimmte zu. Quan Rong hatte Angst vor der Umgebung und entschied sich dafür, im Bett an der Wand zu schlafen, sodass er nur mit dem Rücken zur Wand und mit dem Gesicht zum Rest des Zimmers schlafen konnte. Da es am weitesten von der Tür entfernt war, konnte sie von ihrer Schlafposition aus durch den Türrahmen in die Toilette sehen. Bald darauf schliefen sie ein. Mitten in der Nacht wurde sie plötzlich von dem Geräusch geweckt, als der Lichtschalter an der Toilette betätigt wurde. Nach ein paar Sekunden setzte sie sich mit dem Rücken zur Wand auf und was sie sah, konnte sie nicht fassen. Unten an der Zimmertür war ein dünner Spalt zwischen der Tür und dem Boden und eigentlich müsste es dunkel sein. Aber in dem Moment konnte sie das Licht sehen. Alvin schnarchte und sie rief nach ihm. Er wurde aus dem Schlaf gerissen und fragte, was los sei. Sie schilderte ihm den Vorfall und er versicherte Quan Rong, dass alles in Ordnung sei, obwohl man an seinem Gesicht erkennen konnte, dass auch er Angst hatte. Alvin ging langsam zum Badezimmer, öffnete die Tür und sah nichts. Er machte das Licht aus. Plötzlich veränderte sich Alvins Gesichtsausdruck und er fing an zu schreien. Quan Rong fragte ihn, was los sei, und er sagte, er hatte eine Frau neben dem Bett gesehen. Die Nacht ging weiter und es dämmerte bereits. Alvin und Quan Rong beantragten beide Urlaub, machten sich auf den Weg zur Wohnung ihrer Mutter und besprachen sich mit ihr. Nach einer sehr langen Diskussion mit Alvins Mutter beschloss sie, einen nahegelegenen Tempel aufzusuchen, in dem es dieses Medium gab. Das Medium sagte, dass es einen Geist in ihrer Wohnung gäbe.
In der nächsten Nacht passierte nichts, nur am nächsten Morgen erzählte Kwangyong Elvin, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Nach diesem Tag zogen sie aus. Schatten. Ich bin 29 Jahre alt und aufgrund eines Unfalls im Alter von 14 Jahren an den Rollstuhl gefesselt, sodass ich unterhalb meiner Brust weder etwas fühlen noch mich bewegen kann. Nach jahrelangen Überlegungen, wie ich mein Leben einfacher und stressfreier gestalten kann, entschied ich mich für ein Kolostoma. Das war für mich die sinnvollste Maßnahme, mir das Leben zu erleichtern. Für diese Operation musste ich vor meiner Darmspiegelung 48 Stunden lang fasten und am nächsten Tag würde ich meine Kolostomie haben und könnte bis zu dieser Operation immer noch keine Nahrung zu mir nehmen. Ich habe ungefähr 4 Tage lang nichts gegessen. Tag der Operation. Sehr dichtes, nebliges Wetter. Abgesehen davon, dass meine Operation um 3 Stunden verschoben wurde, verlief sie gut. Ich wachte auf, war bei Bewusstsein und alles verlief wie geplant. Ich würde an diesem Abend und am nächsten Tag im Krankenhaus bleiben müssen und möglicherweise noch einen dritten Tag. An diesem Abend, als mein Tag zu Ende ging und meine Besucher gingen, verbrachte ich den Abend damit, auf meinem Handy fernzusehen, bis ich müde genug war, um zu versuchen einzuschlafen. Da ich diesen Teil meines Körpers nicht spüre, hatte ich keine Schmerzen, aber sie gaben mir kleine Dosen eines Schmerzmittels, damit ich mich wohlfühlte und schlafen konnte. Mein Zimmer war dunkel, nur die Lichter meiner Infusionsmaschine und der Riss der Jalousien an meinem Fenster erhellten den Raum. Ich hatte in dieser Nacht einige Probleme zu schlafen. Meistens hatte ich das Gefühl, dass ich 5 oder 10 Minuten schlief und dann wieder aufwachte. Danach schlief ich wieder ein, nur um dasselbe zu erleben. Das ging so bis etwa 3 Uhr morgens. Schließlich schlief ich wieder ein, aber dann wachte ich auf. Doch diesmal hatte ich das Gefühl, dass ich zu einem bestimmten Zweck geweckt wurde oder dass ich beobachtet wurde. Als ich aufwachte, erregte etwas aus meiner rechten Peripherie meine Aufmerksamkeit. Ich drehte meinen Kopf nach rechts und sah eine sehr große, mindestens 3 Fuß große Silhouette in dem Krankenhausstuhl neben meinem Fenster sitzen. Im Sitzen war die Gestalt so groß, dass ihr Kopf fast bis zur Decke reichte. Ich blinzelte ein paar Mal, aber die Gestalt verschwand nicht. Es schien, als ob sie mich ansah, obwohl sie keine Augen oder Gesichtszüge hatte. Seltsamerweise hatte ich weder Angst, noch fühlte ich mich unwohl, ganz im Gegenteil. Es schien fast so, als ob die Gestalt mich trösten wollte. Ich schaute die Gestalt an und sagte, hallo? Im Bruchteil einer Sekunde, fast so, als hätte ich eine Bewegung von ihm verpasst, stand er an der Seite meines Bettes und blickte auf mich herab. Plötzlich liege ich auf meinem Rücken, aber in einem Raum, der komplett weiß ist, ohne Wände, ohne Lichtquelle, aber sehr gut beleuchtet. Ich scheine auf einem Stück harten Gesteins zu liegen, ähnlich wie Granit. Als ich aufblicke, sehe ich 2 schwarze Gestalten. Beide sind gleich groß und haben den gleichen Körperbau. Dennoch hatte ich irgendwie das Gefühl zu wissen, welche Gestalt vorher da war. Ich war immer noch sehr ruhig und hatte keine Angst oder das Gefühl, dass mir etwas zustoßen könnte. Als ich dort lag, wandte ich mich an die erste Gestalt und fragte sie, ist alles in Ordnung? Darauf antwortete er mit einem einfachen Ja. Woraufhin die zweite Gestalt sagte, wir flicken dich nur. Dann zog die erste Gestalt eine silberne Kuppel mit hell leuchtenden Lichtern über meinen Kopf. Danach macht mein Gedächtnis irgendwie einen Zeitsprung, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir die Kuppel wieder weggezogen wird. Sobald ich wieder sehen kann, wandte ich mich an die erste Gestalt, zu der ich das Gefühl habe, dass ich eine bessere Verbindung hätte. Ich fragte, was ist der Grund dafür? Er antwortete nicht, aber die zweite Gestalt wandte sich zu mir und sagte, du bekommst eine neue Aufgabe. An dieser Stelle passierte mein nächster Zeitsprung und ich schwebte durch die neblige Luft von draußen, durch mein Krankenhausfenster zurück in mein Bett. Kaum war ich wieder in meinem Bett, schlief ich auch ein. Ich schlief dann bis 8.30 Uhr morgens und als ich aufwachte, war dies das Erste, woran ich dachte. Es fühlte sich so real an, nicht wie irgendein Traum, den ich hier hatte. Ich rief meine Frau an und erzählte ihr alles. Wir waren beide sehr verwirrt, was das zu bedeuten hatte, aber wir haben beide das Gefühl, dass es sehr real war und nicht nur ein Traum. Ich glaube auch nicht, dass es sich um eine Halluzination handelte, da die Schmerzmittel, die ich nahm, so niedrig dosiert waren und ich mich so lebhaft daran erinnere.
Nach dieser Erfahrung habe ich die Schattenfigur nicht mehr gesehen. Die Erinnerung ist immer noch sehr stark und lebendig in meinem Kopf, fast so, als würde ich es nie vergessen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 2 Monate her. Ich habe meiner Krankenschwester später an diesem Tag von meinem Erlebnis erzählt und sie sagte nur, dass das unheimlich sei und die meisten Menschen von diesem Schmerzmittel nicht halluzinieren, vor allem nicht in der Dosis. Alles in allem war es keine schlechte Erfahrung, ich fühle mich eigentlich ganz gut dabei und wie ich schon sagte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst oder fühlte mich unwohl. Ich werde verrückt. Ich bin auf der Suche nach Hilfe, weil ich denke, ich werde verrückt oder schlimmer noch, etwas ist in meinem Haus. Es gibt 3 verschiedene Ereignisse, die mir in den letzten Wochen passiert sind. Ereignis 1. Ich bin vor etwa 3 Wochen eingezogen und vor 5 Tagen ist eines meiner Bilder von der Wand gefallen. Das Bild war an 2 Nägeln aufgehängt mit einem stabilen Draht. Der Draht ist so stark, dass man ihn nicht mit einer normalen Schere durchschneiden kann. Das Bild ist nicht einfach heruntergefallen. Ich bin aufgewacht und habe es an die Wand gelehnt vorgefunden. Genau so, als hätte ich es dort hingestellt, wo ich es aufhängen wollte. Es war so perfekt platziert, dass ich für eine Sekunde dachte, vielleicht hatte ich vergessen, es aufzuhängen. Ich inspizierte das Gemälde und stellte fest, dass der Draht, der am Bild befestigt war, abgeschnitten worden war. Dieses Gemälde zeigt 2 Kinder aus einem bestimmten Teil der vom Krieg gezeichneten Welt. Das Gemälde musste aus politischen Gründen verändert werden, als es in einer Kunstgalerie in Virginia ausgestellt werden sollte. Bei der Kunstgalerie handelte es sich um einen alten, verfallenen Freimaurertempel. Ich dachte mir, okay, es ist ein altes Gemälde, der Draht ist vielleicht auch alt. Das hat mich zwar erschreckt, aber ich habe es verdrängt. Das Bizarrste daran ist, dass ich in der Nacht zuvor ein sehr seltsames Gefühl verspürte. Ein Gefühl des Unbehagens, als ob ich draußen schliefe und einer Bedrohung ausgesetzt wäre. Also tat ich etwas Ungewöhnliches. Ich schloss in der ersten Nacht seit 2 Wochen meine Schlafzimmertür mit dem Schlüssel ab. Das geschah in der Nacht, in der das Bild fiel. Noch seltsamer ist, dass ich das Gemälde nicht fallen hörte, obwohl es 2x2 Meter groß ist. Ich untersuchte die Fliesen auf dem Boden, um zu sehen, ob dieses schwere Holzgemälde, das auf den Boden gefallen war, irgendeinen Schaden verursacht hatte, aber da war nichts. Ich überprüfte meine anderen beiden Bilder, die genauso groß und schwer sind, und sie hingen einwandfrei. Letztendlich schob ich es auf den alten Draht und den Zufall, dass ich in der Nacht die Tür abschloss. Es ist ein neues Haus und ich bin hier meistens allein, wenn meine Frau weg ist. Vielleicht ist mir das leere Haus einfach unheimlich. Jedenfalls habe ich es verdrängt. Ereignis 2. Am selben Tag, später am Abend, als ich ins Bett gehen wollte, hörte ich ein Pfeifen im Haus. Nicht einfach nur ein normales Pfeifen, sondern ein Pfeifen, das sich bewegte. Es war, als würde jemand durch das Haus laufen. Also stand ich auf und ging aus dem Schlafzimmer. Ich schnappte mir meine Axt, schaltete alle Lichter im Haus an, aber nichts. Es war niemand da. Ich konnte das Pfeifen nicht mehr hören. Es war 4 Uhr morgens, wer sollte also pfeifen? Ich schloss meine Schlafzimmertür wieder ab und schlief ein. Meine Axt lag neben meinem Bett. Ereignis 3. Das ist mit Abstand das Gruseligste. Ich wachte vor einer Stunde aus einem Nickerchen auf und dachte, die Stimme meiner Frau zu hören, die meinen Namen rief. Die Stimme rief meinen Namen, nicht irgendeinen Kosenamen wie Schatz. Meine Frau benutzt meinen Namen nie. Jedenfalls wachte ich auf und suchte mein Telefon, um nachzusehen, ob meine Frau angerufen hatte und ob sie vielleicht versuchte, ins Haus zu kommen. Als ich stolpernd nach meinem Telefon suche, stoße ich es versehentlich an und es fällt zwischen Bett und Kopfteil. Ich stolpere aus dem Bett und schalte das Licht an. Ich finde mein Handy, überprüfe es und da ist nichts. Ich rufe meine Frau an und sie geht ran. Ich frage sie, wo sie ist und sie sagt, sie ist bei ihrer Mutter, 30 Meilen entfernt. Völlig geschockt stehe ich 5 Sekunden lang stumm da. Sie sagt, ich habe geträumt, aber ich habe nicht geträumt. Die Stimme hat mich geweckt. Sie rief 2-mal meinen Namen. Sie war so klar wie der Tag. Ich beende das Telefonat mit meiner Frau. Ich greife nach dem Griff meiner Schlafzimmertür und im Gegensatz zu früheren Nächten war die Tür unverschlossen. Ich gehe um das Haus herum, schalte alle Lichter an und sehe nichts. Kein Fernseher der Nachbarn ist an, draußen gibt es keine Gespräche, einfach Stille. Die Stimme, die meinen Namen rief, war weiblich, wenn auch nicht genau wie die meiner Frau. Sie klang eher älter. Wenn mir also jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke, ich muss einen Psychiater aufsuchen und überall in meinem Haus Kameras anbringen.
Ich habe Angst, dass dies vielleicht frühe Anzeichen von Schizophrenie sein könnten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Update zu veröffentlichen, nachdem ich einen Arzt aufgesucht habe. Der Sumpf. Ich war nicht Zeuge dieses Vorfalls, aber einer der Männer, die ihn angeblich gesehen haben, hat mir diese Geschichte erzählt. Dieser Mann hatte mit einigen fragwürdigen Leuten zu tun und tat das, was er tun musste, um Geld zu verdienen, wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Er hatte also eine Menge Geschichten auf Lager. Er erzählte, dass er in den späten 90er Jahren zusammen mit seinem Kumpel einige Arbeiten in Louisiana beendete und ein paar Tage Zeit hatte, um zu fischen und zu jagen, wenn auch außerhalb der Saison. Einer der Jungs, mit denen sie zusammengearbeitet hatten, gab ihnen den Weg zu einer Stelle weit hinten in den Sümpfen und Marschlanden, oder dem Bayou, wie er allgemein genannt wird, wo sie das tun konnten, ohne zu riskieren, erwischt zu werden. Er sagte, eines der besten Dinge an diesem Ort sei, dass es dort seltsamerweise nie Alligatoren gäbe. Das war schon mal ein Warnsignal. Jedenfalls fuhren sie eines schönen Morgens noch vor Sonnenaufgang mit ihrem Boot los und bahnten sich ihren Weg durch die Sümpfe. Nach seinen Beschreibungen war dies ein Abschnitt in der Nähe der Grenze zum Mississippi, eine Route, die von Schmugglern genutzt wurde, um verschiedene Produkte über die Staatsgrenzen zu bringen. Nach ein paar Stunden und einigen Umwegen kamen sie endlich an der Stelle an, stellten den Motor ihres Bootes ab und begannen zu fischen. Die Bäume waren gerade dicht genug, um zu verhindern, dass man von oben gesehen werden konnte, und sie befanden sich im Wesentlichen in einer riesigen Bucht, die vom Rest des Bayou etwas geschützt war und an zwei Seiten den Beginn von festem Land aufwies. Festes Land bedeutete aber auch, dass man über 10 bis 15 Fuß Schlamm laufen musste, der einem die Stiefel abschnüren konnte, bevor man festen Boden erreichte. Laut Zed, der Mann, schritt der Tag also voran und das Angeln lief nicht besonders gut. Sie hatten noch ein paar Bier, also waren sie nicht geneigt, irgendwo hinzugehen. Sie stellten beide fest, dass es, wie der Mann gesagt hatte, keine Alligatoren gab. Normalerweise konnte man sie sehen, wenn sie auf der Lauer lagen oder sich sonnten, aber hier waren sie einfach verschwunden, ebenso wie die meisten großen Fische. In diesem Moment beobachteten sie, wie eine Herde Wildschweine aus dem Unterholz auf der einen Seite der Lagune hervorkam und sich auf den zuvor beschriebenen Schlamm zubewegte, indem sie sich nach Herzenslust wälzten und wühlten. Zed und sein Kumpel fuhren mit ihrem Boot langsamer näher heran, denn sie hatten Waffen dabei und hatten sicherlich kein Problem damit, sich statt Fisch Wildschwein zu holen, wenn sich die Gelegenheit bot. Die Schweine waren misstrauisch, aber nicht ängstlich und behielten die Menschen im Blick. Zed sah, dass sie keine wirkliche Möglichkeit hatten, an ein Schwein heranzukommen, wenn sie es dort erschossen, also ließen sie sich einfach treiben und hielten Ausschau nach einer guten Gelegenheit. Aber stattdessen sahen sie etwas ganz anderes. Laut Zed sahen sie, wie sich der Schlamm zu bewegen begann. Er wusste sofort, dass es kein Alligator war, denn ein Alligator würde sich im Schlamm winden, um die Schweine zu erreichen. Was immer dieses Ding war, es war mit Schlamm bedeckt. Er konnte es nur so beschreiben, dass er sich wie ein Bulldozer, der größtenteils unter Wasser stand, durch den Schlamm schob und sich an die Schweine heranschlich. Sie beobachteten, wie es sich langsam einer Gruppe von Schweinen näherte, die die Bewegung bemerkt hatten, aber eher neugierig als ängstlich erschien. Eines von ihnen befand sich am weitesten draußen im Schlamm und machte den Fehler, an dem Eindringling zu schnuppern. Zed sagte, dass schneller als sie reagieren konnten, etwas aus dem Sumpf heraussprang und sich an Kopf und Gesicht des Schweins festhielt. Als das Schwein um sich schlug und versuchte zurückzuspringen, wobei es den markerschütterndsten Schrei ausstieß, den sie je gehört hatten, wurde das Ding teilweise aus dem Schlamm gezogen und kam besser zur Geltung. Zed erkannte, dass es sich um eine Alligator-Schnappschildkröte von Ausmaßen handelte, von denen er noch nie gehört hatte. Es war noch teilweise vom Schlamm verdeckt, aber Zed schwor, dass sein Panzer mindestens so groß wie die Motorhaube eines Volkswagen-Käfers sein musste. Er schätzte sein Gewicht auf weit über 500 Pfund. Jetzt bewegte es sich rückwärts in tieferes Wasser und zog das Schwein mit sich. Zed sagte, dass, nach dem, was er sehen konnte, der Kopf der Schildkröte so groß war, dass sie ihre Kiefer teilweise um den Schädel des Schweins legen konnte. Offenbar war es nur ein kurzer Kampf, um das Schwein in die Lagune zu ziehen, aber Zed sagte, es war klar, dass das Schwein nie eine Chance hatte. Die Schildkröte zerrte es ins Wasser und das Schwein unternahm einen letzten, verzweifelten Versuch, sich zu befreien. Ein letztes Mal etwas unter Wasser schreien und gurgeln zu hören, ist anscheinend genauso nervenaufreibend, wie man es sich vorstellt. Danach war es absolut still. Laut Zed saßen er und sein Kumpel eine Minute lang da und verarbeiteten, was sie gerade gesehen hatten, und außer dem Schaum auf dem Wasser und dem aufgewühlten Schlamm gab es keine Anzeichen dafür, dass gerade etwas passiert war. Die anderen Schweine waren geflohen, sobald ihr Kamerad angegriffen worden war, und bis auf ein paar Käfer war es völlig still.
Soweit Zed wusste, hatte niemand sonst diese kolossale Schildkröte gesehen und sich gemeldet. Aber Zed sagte, dass sie groß genug war, um einen Menschen zu überwältigen und zu töten, wie sie es mit dem Schwein getan hatte. Was genau das für ein Ding ist, wissen wir also nicht, aber wir wissen, dass in den Sümpfen von Louisiana Dinge leben, von denen wir keine Ahnung haben. Carolina Olsen. Das ist ein Bericht über den seltsamen schwedischen Fall von Carolina Olsen, die den Spitznamen Soverskan på Okne, zu Deutsch der Schläfer von Okne, trägt. Carolina Olsen wurde 1861 auf der Insel Okne geboren, die südlich der Stadt Monsteras in der Nähe der Insel Öland in Südschweden liegt. Sie lebte mit ihrer Mutter, ihrem Vater und 5 Geschwistern in einem kleinen Haus. Okne, eine winzige bewaldete Insel, die heute durch eine Brücke verbunden ist, liegt ruhig in den Gewässern der Kalmarstraße in der Ostsee. Heute ist sie ein beliebtes Sommerziel für einheimische Urlauber. Carolina wurde hauptsächlich zu Hause unterrichtet, wo sie lesen und schreiben lernte, und wurde erst im Alter von 14 Jahren in die örtliche Schule eingeschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie hauptsächlich im Haushalt, da die Familie der Meinung war, dass sie dort am meisten gebraucht wurde. Die Schule lag über 5 Kilometer entfernt, eine Entfernung, die Carolina, die es gewohnt war, immer zu Hause zu bleiben, nun jeden Tag geduldig zu Fuß zurücklegen musste. Es ist der 22. Februar 1876. Carolina ist 14 Jahre alt und geht zu diesem Zeitpunkt seit einigen Monaten in die Schule. An diesem Dienstag kommt Carolina nach einem weiteren 5 Kilometer langen Fußmarsch von der Schule nach Hause und klagt über Zahnschmerzen. Ihre Mutter, die von manchen als überfürsorglich angesehen wurde, besteht darauf, dass die Zahnschmerzen auf Hexerei zurückzuführen sein könnten, und fordert ihre Tochter auf, ins Bett zu gehen. Carolina befolgt die Anweisung ihrer Mutter und schläft ein. 32 Jahre lang. Als die Familie versucht, sie zu wecken, ist Carolina nicht ansprechbar, als ob sie im Koma läge. Die Familie ist arm und kann sich zu diesem Zeitpunkt keinen Arzt leisten, also bleibt die Mutter bei ihr und versucht, ihre Tochter zu pflegen. Sie sorgt dafür, dass Carolina jeden Tag mindestens 2 Gläser Milch trinkt. Örtliche Ärzte und medizinisches Fachpersonal besuchen die Familie mehrmals, aber es gelingt niemandem, Carolina aufzuwecken. Damals wurde allgemein angenommen, dass sie an einer psychischen Störung, einer Art Hysterie, leidet. 1892 wird Carolina in das Krankenhaus von Oskars Hamn eingeliefert, wo sie mit Elektroschocks behandelt wird. Carolina reagiert nicht auf die Behandlung. Sie bleibt einen Monat lang in der Klinik. Die offizielle Diagnose des Krankenhauses lautet Dementia Paralytica, aber es gibt nicht viele Belege für diese Diagnose. Im Laufe der Jahre reagiert Carolina im Schlaf nicht mehr auf Berührungen oder Kribbeln. Carolina wird in den Jahren, in denen sie angeblich schläft, von niemandem wach oder bei Bewusstsein gesehen. Im Jahr 1905 stirbt ihre Mutter und Carolina fällt in eine Phase schwerer Trauer. Zeugenaussagen aus der Familie berichten, dass sie hysterisch weinte, aber schlafend blieb. Die Pflege wird zunächst von ihrem Vater übernommen, doch aufgrund seines hohen Alters stellt er ein Dienstmädchen ein. Als 1907 einer ihrer älteren Brüder stirbt, kommt es zu einem weiteren Anfall von lautem Weinen. Bei einigen Gelegenheiten wurde Carolina auf dem Boden herumkrabbelnd entdeckt, woraufhin sie wieder ins Bett zurückgebracht wurde. Bei keiner dieser Gelegenheiten schien sie wach zu sein und sie wacht auch nicht wieder auf. Bei einer Gelegenheit soll Carolina von ihrem Vater gehört worden sein, wie sie laut ein Gebet rief. Das Hausmädchen berichtete von verschwundenen Süßigkeiten und von Möbeln und Kleidungsstücken, die sich auf mysteriöse Weise bewegten und ihren Platz wechselten. Carolina rührte jedoch nie das Essen an, das neben ihrem Bett stand. Während sie schlief, blieb Carolina sauber und meistens gesund. Ihre Haare und Nägel schienen nicht zu wachsen. 3. April 1908. Das Dienstmädchen von Carolina betritt ihr Zimmer und findet Carolina auf dem Boden liegend, herumkrabbelnd und hysterisch weinend. Carolina fragt das Dienstmädchen nach ihrer Mutter. Als ihre Brüder das Zimmer betreten, erkennt sie nicht wieder. Carolina ist dünn und sieht unterernährt aus. Sie kann sich nicht richtig bewegen und ist ganz verwirrt. Aber immerhin ist sie wach. Sie ist lichtempfindlich und spricht nur wenig. Carolina ist jetzt 46 Jahre alt und es sind 32 Jahre und 42 Tage vergangen, seit sie an jenem kalten Februarnachmittag zu Bett ging. Ärzte, Journalisten und Passanten, die von der legendären Okne-Schläferin gehört haben, besuchen das Haus der Familie Olsen, um Zeuge zu werden. Auch Carolinas alte Lehrer statten ihr einen Besuch ab und stellen fest, dass sie noch lesen und schreiben kann. Sie erinnert sich an den Tag, an dem sie eingeschlafen ist, insbesondere daran, dass sie Zahnschmerzen hatte.
und alles danach hat sie keine Erinnerung. Außenstehende beschreiben Carolina als jünger aussehend, als sie ist. Angeblich sieht sie eher wie 30 aus. Sie erholt sich schnell von dem Erwachen und arbeitet weiter im Haushalt. Sie verbringt den Rest ihres Lebens auf dem Familiengrundstück in Ockne. Sie wird als glücklich und in guter Verfassung beschrieben. Sie verrichtet Garten- und Hausarbeiten, geht weite Strecken zu Fuß, um Waren auszuliefern und Einkäufe zu erledigen. Am 5. April 1950 stirbt Carolina im Alter von 88 Jahren an einem Aneurysma. Nach Ansicht des schwedischen Psychiaters Harald Fröderström, der Carolina 1910 eine Zeit lang untersuchte, wurde die Schlafphase wahrscheinlich durch die Zahnschmerzen ausgelöst. In einem Artikel in einer Stockholmer Zeitung stellt er die Theorie auf, dass Carolina wahrscheinlich glaubte, sehr krank zu sein und dass ihre Mutter, die bis zu ihrem eigenen Tod immer an ihrer Seite blieb, dafür sorgte, dass sie gefüttert wurde und sauber und ordentlich gehalten wurde. Möglicherweise gab es auch eine gewisse Heimlichtuerei zwischen den beiden, was viele der Fragen erklären könnte, die im Zusammenhang mit diesem Fall aufgetaucht sind. Wie konnte sie mit nur zwei Gläsern Milch überleben? Warum schienen ihre Nägel oder Haare nie zu wachsen? Wie konnte sie die Toilette benutzen? Dennoch bleiben einige Fragen unbeantwortet. Wie kommt es, dass sie nie auf körperliche Berührungen oder gar Elektroschocks reagierte? Wenn sie zeitweise wach war, warum ist sie dann nicht einfach aufgestanden? Was denkst du? Was ist deine Meinung zu diesem ungewöhnlichen Fall? Bis heute bleibt der Fall von Carolina Olsen wohl ungeklärt.